Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit Rico Stellos, Victinix und Pflanzenet gar nicht. Yoshi, Entschuldigung, bin ein bisschen durch. Wir spielen heute mal mit Teams. Wir spielen heute mal mit Teams, einfach weil wir das machen. Aus Gründen, ja. Die. Ich drücke dreimal auf Zufall. Okay. Eins, zwei, drei. Betrug. Betrug, ich hab's gesehen, das war kein Zufall. Ja, ich hab doch. Uff, nicht der Typ. Ja. Ich hätte auch fünfmal auf Zufall drücken können. Mach ich das nächste Mal. Erinnert mich dran. Mach es das nächste Mal, ja. Okay. Okay. Ist egal, Betrug ist Betrug. Ja. Wahrscheinlich wären es die gleich im gleichen Teams. Wahrscheinlich alle im gleichen Team, ja. Aber ich glaube, die haben das eigentlich immer so gemanagt, dass immer gleichmäßig. Ja, der CPU ist jetzt wahrscheinlich jemand, der viele Punkte dann holt. Wer ist denn jetzt im Team? Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber erstmal Betrug sagen, aber nicht wissen, mit wem du spielst. Wir sind im Team, let's go. Achso, ich bin mit den Zuschauern und. Okay. Scheiß. Er hat Victinix und Johnny dabei. Das hat aber extra gemacht. Aber wir haben Melinda bei uns im Team. Du weißt ja. Okay, ja, danke. Die angelt uns den Sieg, Junge. Nicht in diesem Spiel. Doch. Eine Frage, die frage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir Teams spielen. Kann man hier seine eigenen Teammates abschießen? Ich glaube nicht, ne? Ja. Aber nicht mit, ich glaube nicht mit Roten und sowas. Okay. Also Rote gehen vorbei, aber Grüne und sowas logischerweise nicht. Ja, das wäre auch albern. Was ist denn hier los? Ja, der Zufall hat entschieden. Egal, kann ich auch bekommen, oder? Das ist eine andere Erfahrung. Jetzt haben wir ja inzwischen hier Teams. Oh, pass Rikus. Und wie sieht das aus, wenn mein Team einen blauen hat und ich auf 1 bin? Greifen die mich dann an oder den zweiten? Wisst ihr das? Nee, der blaue ist auch ein Zielsucher. Den, der am weitesten vorne ist von dem anderen Team, genau. Sozusagen. Okay. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel die ersten drei Plätze hast an deinem Team und dein Team schießt, wird er vierter geworfen. Ja. Was ziemlich cool ist tatsächlich, weil das hilft. Ja, das Baby Mario ist euer bester Spieler im Moment. Wer? Baby Mario ist euer bester Spieler im Moment. Ist ja auch ein super Kerl. Ein super Kerl, hallo. Ja. Yoshi's Island. Baby Kaizo. Ja, Baby Kaizo auf jeden Fall. Das habe ich übrigens tatsächlich diese Woche gespielt, Rikus. Und das werde ich wahrscheinlich auch bald streamen irgendwann. Nach Crash Bandicoot werde ich es wahrscheinlich streamen. Was? Das müssen wir zusammen machen? Ja, wie wollen wir das zusammen machen? Es geht nicht. Es geht nicht. Ich würde es mit dir gerne zusammen machen, aber es geht nicht. Das kannst du nicht mit Internet-Delay spielen. Das kannst du. Du musst hier hinkommen, dann können wir es zusammen machen. Ja, das ist ein bisschen weit. Ja, durchaus. Können wir das nicht irgendwie über Online-Play? Ja, mit Lex. Das geht bestimmt irgendwie. Nee, es hat, glaube ich, nur einen Einspieler-Modus. Also. Nee, ich glaube, das können wir nicht zusammenspielen. Vor allen Dingen bräuchten wir wahrscheinlich auch 12 Stunden oder so, um das durchzuspielen. Ja. Ist doch egal. Muss ja nicht ein Stück machen. Doch. Nee. Macht ja sonst keinen Sinn, oder? Ja, eben. Das ist zu einfach. Nur schnell, aber nicht gegen mich. Das ist gut. Nee, ja, das können wir leider nicht zusammen machen. Da hätte ich auch Bock, das mit Rico zusammen zu machen, aber. Also den Barry treffe ich einfach nicht. Leider nicht möglich. Alter, ich werde schon wieder Mario Kartet. Ihr seid auf 1 und 2. Ja, das ist gut. Gut, Team Rot, los! Team Rot! Team Rocket! Ich sehe nichts, oh mein Gott. Oh Gott, das ist so mehr gemeint. Team Rocket, so schnell wie das Licht! Haltet uns nicht auf und bekämpft uns mit Pflicht. Los, Juhu, ich bin Zweiter. Ah, ihr seid 1, 2 und... Ah, ne, Dritter ist Victinix. Ah. Vollposition, sehr gut. Das rote Team führt. Baby hat die Zuschauer auf der Seite, aber wir... Unsere wir haben die Vollposition auf der Seite. Ja, eben. Wir haben Melinda, ja. Ich hab mal Bock auf DK Dschungel. Ich muss mal leider gerade gegen meine Random-Auswahl... Warte, ich muss mal... Ich helfe dir sogar. Komm, DK Jungle ist so geil. Das ist meine Lieblingsstrecke. Das war die größte Betrug der Geschichte von Mario Kart. Warum ist das denn passiert, Yoshi? Also ich finde diesen komisches Ding nicht. Ah, ich hab's jetzt gefunden. Bei der Banane. Das Akku ist leer gegangen. Was für ein Akku? Der Controller-Akku. Oh Gott. Vom Victinix ist plötzlich leer gegangen. Das ist schlecht, Victinix. Oh, fast die gleiche Strecke, wie ich sie wollte. Welche ist denn jetzt gekommen? Achso, das mit dem komischen Wump da. Die Strecke ist so langsam und langweilig. So langsam. Ich habe auch lange nicht mit Toads Hafenstadt gespielt. Ja. Dann lass es doch einfach. Ich habe mehr als eine Runde keine Items bekommen und Zellos zieht neben mir nur Sterne. Ja, Zellos ist auch ein Betrüger.
Gary Zellos ist halt einfach ein ehrenvoller Kämpfer. Ich bin halt ein Scheiger-Junge. Was willst denn du? Und sehr schüchtern noch dazu. Ja. Total. Gary, fahr doch mal in meine Banane rein. Bist du schön wurdig geworden? Okay, nächstes Mal. Okay. Du kannst auch in meine Banane ganz reinfahren. Schön, eine Banane. Ja, ich mach dir mal die Banane weg hier. Ich hatte schon wieder einen lustigen Jugendfreinspruch im Kopf. Nicht Jugendfreinspruch. Erzähl doch. Wir sind ja unter uns. Bitte? Wir sind ja unter uns, erzähl doch. Okay. Ich will dir mal mit meiner Banane reinfahren. Boah, direkt mal verdammt. Folgende Nachricht geht an Zellos. Folgende Nachricht geht an Barry. Scheiße. Oh, ich liebe Mario Kart, das ist einfach das schönste Spiel. Also die schönste Serie. Nee. Doch. Smash ist das schönste Spiel, da kann man Legion noch mehr ärgern. Aber da kannst du nicht ärgerlich auf die Fresse kriegen, sondern nur mit Skill. Wobei mit Items auch. Aber wir spielen ja nie mit Items. Oh. Es ist wirklich krass, wie abgehackt du heute teilweise bist. Echt komisch. Deine Sätze zu. Erlebt halt so viele Pornos hoch. Wir müssen einfach mal Barry ein bisschen. Ich hab gesagt, ich brauche die. Er versucht zwar sein. Ich weiß, dein OnlyFans ist dir wichtig, aber. Es kann nicht dein Leben sein. Doch! Und mit. Oh, mit dem Flug? Nein, oh, hast du dich ruhig runterhauen können an der Stelle. Nö. Mann, Barry sagt überlebt. Nein. Ah, das ist Knochenbau, so der Nein sagen, nicht du. Hier. Wer ist gerade runtergefahren gerade? Also ich nicht. Hast gerade einen geradeaus? Boah, fuck. Ich frage mich sowieso, wie Knochenbowser überhaupt Auto fahren kann. Ohne Gedärme. Die Gedärme sind doch für die Beschleunigung da. Nee, wie Knochenbowser überhaupt Auto fahren kann. Also Kart. Wer? Knochenbowser. Nicht? Na, er hat halt. Er ist halt aerodynamisch, Zeit und Fort. Ja, ne? Klar. Der Wind ja komplett durch. Also keine Reibung, kein ne? Ich krieg diesen Abbremsen durch Luftreibung. Schildkröterig nicht. Ich hab auch 10 Münzen und bin schneller als du. Ich hab auch 10 Münzen, aber du bist schneller als ich. Ja, aber ich bin schneller als du. Ja, ihr habt einen schweren Charakter, weil er so viel so fit ist und so. Und aerodynamisch. Ja. Wenigstens bin ich Zweiter geworden. Relativ ausgeglichen, glaube ich, von den Punkten, oder? Ich glaube auch. Nee, ihr führt. Ja, ihr habt sogar Vorsprung noch ausgebaut. Ja. Sehr gut. Naja. Rotes Team. Das rote Team wird leider obsiegen, fürchte ich. Aber ich will meinen DK-Dschungel wenigstens haben. Mit der Einstellung auf jeden Fall, wenn wir obsiegen. Knochenbowser hat kaum Beschleunigung in MK. Jetzt weiß ich warum. Ja, weil er die höchste Geschwindigkeit hat. Ja. Und so aerodynamisch ist, wie wir wissen. Juhu! Da kommt der DK-Dschungel. So eine schöne Strecke. Okay, na gut. Dann mal los. Regus, los! Ja, hi, was? Regus ist schon eingeschlafen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das war mir zu langweilig hier. Welches Buch? Bin fertig geworden, was? Welches Buch? Farm der Tiere von George Orwell. Ja, sehr schön. Du kannst auch laut vorlesen während des Partys und einfach mit der Schlauchsteuerung spielen. Also eine gute Idee, ja. Ich will nicht. Ah, fuck, ich bin hängen geblieben. Ich bin doch nicht der Vorleser. Doch. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Du könntest dann auch so, keine Ahnung, Gentle Idiots Fanfiction gibt's bestimmt auch irgendwo. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja? Hat auch Romantik Fanfiction gibt's auch bestimmt. Jungs, wir müssen mal für demnächst hier die Cards Against Humanity spielen. Stimmt, von Victinex, das müssen wir noch machen. Ja, Mann. Müssen wir eigentlich so wirklich mal in naher Zukunft mit in unserem Montagsfond aufnehmen eigentlich, oder? Ja, Mann, das glaube ich auch schon. Eigentlich. Eine Stunde brauchen wir nicht. Die haben 200 Karten geschrieben. Die haben 200 Karten. Also 200? Okay, vielleicht Digga, brauchen wir doch eine Stunde. 200? Ja. 200? Ja. Sind mehr 200? Als 100. 200? Bayonetta? Ich wollte es auch gerade sagen. Wie die da was hat, das ist Scouter say about its power level. It's over 9000. Achtung, Barry, ist ein roter für dich. Spam. Was? Der geht nicht? Ja, ich wurde schon getroffen. Du hättest warten müssen eine Sekunde. Ich wurde gerade schon vorher getroffen. Aber das habe ich ja natürlich nicht gesagt. Ich habe im letzten Moment gewartet, um dich noch von hinten treffen zu können. Ich will meine roten zwar abschießen, aber du bist vorne. Deshalb warte ich schön damit. Ja. Ich halte den Yoshi dafür immer schön fern. Ja, solange ihr immer Platz 2 und 3 bleibt, hat das blaue Team auch, glaube ich, keine Chance zu gewinnen.
Achso, ihr werdet am Ende von allen überholt und habt ihr verloren. Ach, das ist alles Quatsch. Allein die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ist ja schon dilettantisch. Nein, den blauen Panzer gab's schon, ne? Mensch. Ich weiß nicht. Ich überlege gerade. Ja, du wurdest ja gerade getroffen. Haben wir gerade drüber geredet. Ja, okay, dann wird keiner mehr kommen wahrscheinlich. Aber noch ein roter, der ist übel. Der hat mich getroffen. Wink, du denkst nicht an wem steh ich? Ja, Mann, ich hab den Wink gut. Los. Ja, Mann. Unbeabsichtigt, weil ich war nur diese Kugel mit dir und der macht, was er will, aber ja. Hey! Schon Wickding ist auch nochmal getroffen. Hey Barry, du könntest mal stehen bleiben, ich habe eine Banane für dich. Nö, ich bleib nicht stehen. Bleib mal stehen, Barry. Ich hab da eine Banane. Entschuldigung. Ich hab da eine Banane für dich. Mein. Müsste eigentlich unser Pendant zum Apfel sein, dann. Nicht da, nicht zum Follower, aber zum Apfel. Ah, ich bin dumm, ich hab ihn zwar mit Blauen getroffen, den Weg T-Nex, da war halt so nah an mir dran. Oh, schade. Ich dachte, der Barry ist noch nicht im Ziel und das geht noch durch, das Ding, aber nope. Yoshi schreibt, du sollst ASMR machen, wenn du das nun ein Buch vorliest, Rikos. Oh, geil. Warum? Moment, ich will auch ein Buch. Na egal, wir machen jetzt Bücher-Vorlesstunde. Ihr könnt ja gleichzeitig ein Buch vorlesen, damit die Leute Zeit sparen. Okay. Ich kann nicht lesen. Stimmt, da war ja was. Das ist der Plot Twist, der Rikus kann gar nicht lesen. Ja. Armer Rikus. Jo, letztes Rennen für heute Abend. Oh, schade. Guten Tag, liebe Kinder. Heute lesen wir Ein Herz für Nerds von Eric Smith. Ja, mach weiter. Okay, Moment. Kapitel 1. Schön, dich zu sehen, Spieler 1. Setz dich aufs Sofa, nimm dir Chips und einen Schluck Dr. Pepper. Ich weiß, du wolltest Cola, aber Dr. Pepper war im Angebot. Später machen wir. Steht das doch wirklich im Buch? So, das steht wirklich so drin, Alter. Das ist so cool, der Kerl. Später machen wir uns ein paar Bier auf, aber für den Moment solltest du einen klaren Kopf bewahren. Also, wir wissen ja beide, warum du hier bist. Du hast es satt, das Leben im Einzelspielermodus zu leben. Was, wo gehört das jetzt? Du hast keinen Bock mehr, das Leben im Einzelspielermodus zu leben. Nee, was du gerade vorgelesen hast, insgesamt, also wo das herkommt. Wo das herkommt? Ich habe das einfach nur mal zufällig entdeckt in der Frankfurter Buchmesse und habe einfach mal gesagt, ich greife mir das einfach mal aus dem Regal. Buch heißt. Wie das Buch heißt. Entschuldigung. Ja, bitte. Ein Herz für Nerds tatsächlich. So. Okay. Wir werden wahrscheinlich verklagt, weil wir die ersten drei Sätze vorgelesen haben. Ist mir scheißegal. Sponsort uns. Eric Smith, meine ich. Genau, sponsert uns. Ist auch einer unserer größten Fans, das wissen viele Leute gar nicht. Wir haben ja einen OnlyFans. Der Barry füttert dieses Konto immer schon mit Videos. Ach so, wo ich gerade diese Strecke sehe. Wusstet ihr übrigens, dass diese Strecke aussieht. Ob es ein Penis ist, ja. Ja, okay. Gut. Ich muss es nochmal erwähnen. Das wusste ich, als kommt. Ja. Als du schon das Wort wusstest, gesagt hast, wusste ich schon, was los ist. Wusstet ihr schon? Und als ich wusste gesagt habe, wusste ich, dass du schon wusstest, dass ich wussten wollte. Ich bin zu intelligent. Genau, ich glaube, ich lese noch ein Kapitel von dem Buch. Seid auf 1 und 2. Ich bin enttäuscht von meinem Team. Oh, ich habe mich mit so einem elenden Grün. Ja. Elender Barry. Nein, das hat schon nochmal getroffen. So ein doppelter Betrug hier. Und von wem? Von Bowser Jr., der in meinem Team spielt. Wow. Nice. Friendly Fire, ey. Das heißt, ihr seid auf Platz 1, 3 und 4. Also läuft doch bei euch. Oh, der Blitz ist im Teamspiel natürlich richtig broke. Alter Lachs. Ist das jetzt auch ist das jetzt für mich oder ist das für dich? Nein, ist für dich. Mich, ah, oh, scheiße. Blau auch noch, oder was? Ja, ja, den Blau noch bekommen. Ey, haben die in ihrem Team Blitz und einen Blauen gleichzeitig. Ja, wir liegen 8 Punkte zurück. Wir müssen jetzt gewinnen. Schön 6 jetzt. Ist scheißegal, Alter. Ihr seid immer sonst die Gewinner hier. Ich will mich auch mal gewinnen. Ja. Sei euch gegönnt. Ich glaube, das war eines der... Ah, Tillers Blick! Oh Gott! gerade im Rück nach hinten geguckt mit dem Mix und dann gerade so... Ich konnte das Ganze nicht so gut ausweichen mit dem Ding. Nee. Oh, ich hab nochmal drei Blitze und einen Stern. Das war nicht schlecht. Weiß nicht, ob das noch reicht hier. Nee. Ah, ihr habt 8 Punkte Vorsprung, was habt ihr gewonnen? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wäre witzig, wenn ihr es noch verkacken würdet, aber nee, ich fürchte. Ah, das so, sieht schlecht aus. Wo bin ich stehen geblieben? Moment. Das ist schon schwach. Aber Ludwig hat 2 Punkte. Ludwig hat's gebracht. So viele Punkte. Ja, nicht schlecht. Ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, 6 Punkte aber nur. Das war schon ein knappes Ding. Ja, wir haben jetzt ein richtig schlechtes Rennen gehabt als Team. Ja.
Und, aber ihr habt gewonnen. Ich will noch einen Satz abschließend an der Stelle singen. Singen? Womöglich hast du es ja bereits versucht, in einer angesagten Bar einen Partner zu rekrutieren, bist aber letztlich allein in deinem Millennium-Falken eingeflogen. Vielleicht liegt der erste Zug in dem dreidimensionalen Schachspiel, das wir Dating nennen, aber auch noch vor dir. richtig... richtig... richtig deep. Guti, das war's, liebe Leutchen. Ich mache das Stream auch direkt aus, beende den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.